Willkommen zurück zu Let's Play Hotline Miami. Wir waren hier letztes Mal stehen geblieben, nachdem wir die ersten drei Level geschafft haben. Und ja, im ersten Part war die Lautstärke des Spiels noch sehr hoch. Ich hoffe, sie ist in diesem Part besser. Wenn nicht, werde ich das dann im nächsten Part ändern. Wir sind hier anscheinend in einer Videothek. Hey dude, good to see you again. Did you hear about the massacre the other night? A bunch of huskies, I heard. No loss, if you ask me. They say some maniac wearing a rubber mask did it. Sounds like a scene straight from a slasher flick. Oh yeah, I have the perfect film for you. The one on the desk, take it. It's on the house. Enjoy yourself, dude. Okay, wir kriegen hier auch einen Film geschenkt und es ist derselbe Typ wie aus der Pizzeria und dem Lebensmittelladen. Mal sehen, was kommt denn jetzt auf uns zu? Nehmen wir erstmal wieder das Telefon ab. Hi, it's Kate from the Hotline Miami's Dating Service. We have set up a date for you this evening. She'll be waiting for you at Southwest 53rd Place. As usual, take sure you wear something fancy. Okay. Gehen wir auf ein Date. Kümmern wir uns um die Russen. Drittes Kapitel. Die Candles. Okay, und im letzten Part haben wir ein paar Masken freigeschaltet. Richard war der Erste, dann Rasmus, Tony und wir spielen jetzt Aubrey. More Guns. Okay, was heißt das? Ach so, jetzt ist auf jedem... in fast jedem Zimmer eine Waffe angebracht. Okay, den legen wir erstmal so rum. Und jetzt hier... Oh Junge, Kombo. So, okay, das sind zwei Typen. Am besten wir werfen den ersten erstmal auf den Boden durch die Tür. So, und jetzt den zweiten. Okay. Ist da hinten jemand? Ja, da ist einer. Aber hier, diese Tür ist verschlossen und da ist anscheinend ein Sexsklave. Gut. Ja, okay, nicht gut, aber... Und ja, wir haben das... die erste Etage geschafft und jetzt... Da, und, ah, und da wurde ich direkt... Okay. Au. Ach, Mann. Das ist jetzt aber auch scheiße. Da ich... Schusswaffe ausgewählt habe. Okay, das war ziemlich scheiße, da sind direkt. Okay, what the fuck? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Ich weiß nicht. Ey, was zum Teufel? Wirklich. So, der wäre auch tot. Okay. Dann gucken wir mal, was ist hier denn noch so? Der Typ. So. Gut. Das hätten wir dann auch. Ich hoffe, da sieht uns jetzt einer von kommend raus. Nein, natürlich nicht. Das war ja nicht anders zu erwarten. Zack. Du gehst hoffentlich jetzt auch drauf. So. Gut. Zack. Und da haben wir die Stage geschafft. Gut. Gotta do everything by myself, huh? Okay, was? Alter, der hat eine schusssichere Weste. Ah! Er hat ihm die Augen ausgedrückt. Oh! Also wirklich, das Spiel ist echt krass. Das im Pixel-Style.
Yeah, just get over with them. I knew it would end like this. Okay, jetzt tragen wir sie am besten raus. Ich glaube, wir können sie auch erschießen. Aber nee, das lassen wir. Wir sind ja der Gute, der sein Date holt. Okay, da haben wir wieder die Stats. Okay. Ah, nee. Und eine neue Maske. Don Juan. Genauso wie eine neue Waffe. Die Glasflasche. Okay, anscheinend sind wir jetzt in einer Bar. Und wieder derselbe Typ, nur diesmal mit einem Pferdeschwanz. Hey there, welcome. You don't look well, sir. Are you alright? Are you sure it is okay for you to be drinking? Alright. Then I will get you something special. Do you like sweet and sour? Or sour? Maybe you want bitter? I think I know that you want what you want. One moment. Okay. Danke. Okay, anscheinend müssen wir hier auch wieder nichts bezahlen. Dann gehen wir mal. Part 2. Fragen. Ach, wieder hier. Okay. Oh, it's you again. It looks like you've been busy since we last met. I see that you remember me now, don't you? But you still don't know who I am. You don't even know who introduced us, do you? Why did you come back here? You're not a nice person, are you? You make me sick. A picture is starting to take from here. I wonder if it's accurate. Some pieces don't quite seem to fit. Or maybe I just don't like the way it looks. I think our time is up. But we'll meet again. Before you go, here's four questions to ponder. Question number one. Do you like hurting other people? Question number two. Who is leaving messages on your answering machine? Question number three. Where are you right now? And the final question. Why are we having this conversation? That's all for now. See you soon. Okay, wieder eine sehr komische Unterhaltung. Okay, wir sind jetzt am 5. Mai angelangt und da schläft das Mädchen, was wir jetzt haben, auf der Couch. Mal gucken, was gibt's denn jetzt hier? Good evening. This is Blake speaking. We have a job for you. That's a pounder outage. Over the 20th... Yes? Northeast Street. We want you to take care of it. We already sent someone over a while ago. But it doesn't seem we didn't do a very good job. Didn't do a very good job. Head over there right away. They're expecting you. Keep it quick and clean. Okay, gehen wir da mal hin. So. Viertes Kapitel. Tensions. Okay, dann spielen wir jetzt Don Juan. Okay, also, ich glaube, das heißt brutale Türen. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wenn man mit Don Juan eine Tür aufstößt, okay, hat man jetzt nicht gesehen. Aber stößt man mit Don Juan eine Tür auf, ist das halt wie bei einem Pferd. Ja. Du wirst gekillt. Ganz direkt. Warte, kann ich auch jetzt vielleicht zeigen.
Oh, come on. Komm schon, Herrsch. Mach die Tür wieder zu. Mach die Tür wieder zu. Sei ein guter Junge. Nicht. So. Okay. Wäre erst noch ein bisschen Lärm, wenn der Typ jetzt angelaufen kommt. Oh, da. So. Gut. Oh oh. Okay, doppelläufige Shotgun-Duell. Komm, Junge. Auch keine Schutzwaffe, da ist sie. So, haben wir jetzt hier noch welche? Da ist einer und da ist ein weiterer. Okay, den haben wir jetzt angezogen, den ersten. Okay, anscheinend können wir den nicht treffen, weil hier eine Wand ist. Oh, ich habe an dem geschossen. So, jetzt geht's. Okay, da unten haben wir zwei weitere. Okay, und diese Shotgun auch zwei Schüsse. Passt ja. Die Faust aufs Auge. So. Was haben wir jetzt hier? Au. Au. Okay, jetzt kann ich es vielleicht zeigen. Ja, da habt ihr es gesehen. Ich habe ihn einmal mit der Tür getroffen und er ist instant down. So. Was sind denn hier jetzt noch so für Typen? Oh, da haben wir einen speziellen ein Special Room, weiß nicht. Da sollten wir nicht reingehen, hier oben, wo jetzt der Fall ist. Weil diese beiden Türen sind mit Sprengstoff gesichert. So, okay. Vielleicht können wir allerdings da reinschießen. Au, meine Ohren. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Gut, diese Gefahr hätten wir ausgeschaltet. Okay. Oh oh, der kommt zurück. Ach komm schon. Okay, also dann killen wir jetzt den ersten. So. Oh, der zweite auch. So. Okay, da ist die Tür, die wir eben rausgesprengt haben. Mann, das war echt ein ätzendes Geräusch. Und die machen da anscheinend Schießübung. Oder jedenfalls verstecken. Die verstecken sich. Scheiße. Okay, wenn die mich sehen, dann stehen sie auf. Und dann kann ich sie erschießen. Gut. So, das hätten wir auch geschafft. Dieser Blutfleck, der durch den Typen entstanden ist. Das war wohl der andere Typ, der eben am Telefon erwähnt wurde. Okay, aber dieses Level hätten wir auch erfolgreich geschafft. So, wir die Stats wie immer. Okay, und diesmal eine B-. Und wir haben die Maske für Graham freigeschaltet. Graham, genau. Und die Magnum. So. Okay. Dann gehen wir mal hier rein und sprechen mal wieder mit dem Lebensmittelverkäufer. Oh, hi there. Good to see you. I was a bit worried about you. The city streets don't seem too safe anymore, you know? What with all the kills, the killings and all that I mean. Don't worry about paying. You're my friend. Your money's no good here. Now, have a nice night. Okay, dann nehmen wir uns hier mal wieder was. Oh. Okay, 11. Mai 1989. Was haben wir diesmal für ein Problem? It's Dave from Miami Pest Control. We need you. A client at Southwest 104th Street is having vermin problems. Try to handle it as quick and swift as you can.
Someone else will clean up for you after you leave. Make sure not to bother any of the neighbors. Okay, wir sollen keine Nachbarn stören. Mal wieder welche ausschalten. Ja, es wird aber sehr schwer, jemanden dabei zu stören, warum mit der Shotgun durch das ganze Apartment läuft. Fünftes Kapitel. Full House. Okay, hier. Mit Graham können wir anscheinend schnell laufen. Ah! Oh, schnelles Messer. Hier eine Brechstange. Ja. War in dem Sommer. Aber... Au! Das ist ja schon mal schief gegangen, geil. Okay. Was ist das hier? Nimm das Gewehr. So. Okay. Schießen den Hund kaputt. Und da ist noch ein Hund. Oh Mann. Och, come on, jetzt wirklich. So scheiße. Wo kam der andere Scheißköter her? So, jetzt müssen wir den zweiten Köter aufgekillt haben und jetzt kommt der Typ, der ernsthaft durch die andere Tür gelaufen. Ey, das gibt's nicht. So. Ey, wo ist die Shotgun hin? Wo ist die Shotgun hin, Betrug? Komm her, Hund. Jetzt kriegst du's. Oh, da ist der Typ mit der Shotgun. Okay. Da hätten wir den zweiten Hund. Okay, und den hätten wir auch. Und jetzt ganz schnell hier. So, sauber. Und nehmen wir die Shotgun. Okay, da haben wir vier Typen drin und ein Katana. Das hole ich mir direkt, wenn wir hier durch sind. Und Gacha! So. Okay, da ist jetzt noch ein Typ drin. So, das hätten wir. Dann nehme ich mir jetzt das Katana. Alter! Das hat eine geile Reichweite, sicherlich. What the fuck, fuck? Ach, der saß. Der hat gepinkelt! Oh, was ein Bastard. Pinkeln ist hier nicht erlaubt. Ist sicherlich nur eine Mietwohnung. Du hast sie sicherlich noch nicht mal gekauft. Oh, Mann. Oh, den hier noch. Alter, den haben wir einfach zweigeteilt. So. Hä, wieso? Und der hat sich jetzt einfach nicht gemerkt, wo wir hier mit dem Katana rumfuchteln. Da hätten wir ein weiteres Katana. So. Oh. Ach, das war mir so klar, wirklich. Das ist unfassbar jetzt gerade. Wieso? Wow. Heavy. Komm, ganz wirklich. Ich habe keine Lust, nochmal zu versagen. So. Oh, da hätten wir eine Magnum. Alter, was ist denn das? Oh, come on, wirklich. Wirklich, dein Ernstspiel. Weit in dieser Etage. Lebt da noch einer? Ich kenn's nicht. Alter! Einmal die Fresse zweigespalten. Okay, jetzt kommt der Gewehrtyp. Und den Typen legen wir jetzt auch noch so. Okay, die beiden sind unbewaffnet, heißt, sie haben. Vielleicht eine Schusswaffe. Deswegen legen wir sie jetzt mit dem Gewehr um. So, und. Ich wusste es wirklich. Ich wusste es, dass das jetzt nochmal passiert. Mann!
Alter, wirklich, das... Wirklich, das... Nee, wirklich, das ist jetzt kein Spaß mehr. Ich werde jetzt das Level einfach nur schaffen. So. Bin noch einmal... Alter, jetzt laggt aber. Wir warten erstmal hier. So, jetzt haben wir den angelockt. So laggt das... So. Stirb du mal so. So, ich hoffe, den treffen wir jetzt auch ziemlich schnell. Oh. Okay. So, geht doch. Mann. Alter, das war jetzt wirklich nicht so schwer. So, gehen wir. Okay. So. Was bekommen wir denn jetzt noch? Ah, wie das? Die Maske für Dennis. Okay. Wieder in der Pizzeria. Good evening. How are you doing? You look a bit distracted. Something got you worried? These are harsh times we're living in. I know. Haven't seen many customers lately. Maybe they've lost the taste for pizza. Maybe it's time to close shop once and for all. Anyway, got your order right here. Take care now. Okay. So, dann fahren wir mal wieder nach Hause. 13. Mai 1989. Hi, it's Don from Hotel Blue. We need you tonight. Our receptionist went home due to stomach problems. And we have some VIPs who will be straight with us today. Make sure you give them a great stay. That will be your top priority this evening. Now get going. Okay. Wer bist du? Ich habe dich noch nie gesehen. Und du siehst auch sehr komisch aus. Was willst du? Okay, dann lass ich mal in Ruhe. 6. Kapitel. Clean Hit. Okay. Und hier würde ich jetzt sagen, beenden wir diesen Part und im nächsten spielen wir dann mit Dennis, welcher mit einem Messer startet. Und ja, ein Kommentar und eine Bewertung würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder bei Let's Play Hotline Miami. Bis dann und ciao!